Schütze. Ein guter Schütze trifft auch finanziell immer ins Schwarze. Sind sie aber nicht. Statt gezielt anzulegen, verballern sie ihr Geld, dass es nur so kracht. Sie würden perfekt zu den anderen Knallchargen hier passen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, darf ich Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels gegen den SVN Zweibrücken begrüßen. Darf natürlich auch unseren Cheftrainer Rico Schmidt begrüßen und von Seiten der Mannschaft heute Jan Wickel. Herzlich willkommen. Ja, Jan, würde die erste Frage direkt an dich geben, bevor wir natürlich nochmal darauf hinweisen wollen, dass das Spiel am kommenden Samstag um 14 Uhr nicht, wie zunächst geplant, in Zweibrücken stattfinden wird, sondern in Pirmasens aufgrund Sicherheitsvorkehrungen. Und da ist es der Sportpark Husterhöhe, bei dem um 14 Uhr angepfiffen wird. Ja, Jan, ihr konntet am Samstag, da schauen wir natürlich sehr, sehr gerne nochmal zurück, nicht nur einen Derby-Sieg einfahren, sondern ihr konntet euch auch so ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschaffen. Ihr wart nach dem Spiel sehr, sehr gelöst, habt gefeiert. Wie war denn die Stimmung direkt nach dem Abpfiff, aber vor allen Dingen auch über die Woche? Ja, ich würde mal sagen, endlich hat es geklappt mit diesem lang ersehnten Derby-Sieg. Nach dem Spiel waren alle, wie wir angesehen haben, ziemlich glücklich. Wir haben mit den Fans gefeiert und konnten den Fans dann auch endlich mal ein bisschen was zurückgeben von dem, was sie für uns die ganze Saison schon gegeben haben. Also es war ja wie ein Glücksgefühl auch für die Fans. Während der Woche kann ich jetzt leider nicht so ganz beurteilen, da ich jetzt so mit einem leichten Infekt zu kämpfen hatte. Ja, wir haben es eben schon kurz besprochen, du warst ein bisschen angeschlagen, hast die Woche nicht mittrainieren können, beziehungsweise wie fühlst du dich denn aktuell und bist du für das kommende Spiel fit? Also ich werde heute wieder trainieren, ich habe nochmal mit dem Dr. Früher auf alles abgeklärt und bin jetzt wieder topfit und einsatzbereit. Okay, jetzt steht am Samstag der SVN Zweibrücken vor der Tür. Hinspiel leider 0-2 für den SVN Zweibrücken. Was habt ihr euch denn jetzt vorgenommen in Pirmasens, wenn ihr auf den SVN Zweibrücken trifft, was ihr da erreichen wollt im Rückspiel? Ja, wir haben ja dann auch gegen Zweibrücken wieder was gut zu machen. Wir haben in der Hinrunde verloren, 2-0. Und wollen jetzt, wie vor jedem anderen Spiel, dorthin fahren und sagen, wir wollen die 3 Punkte mit nach Offenbach nehmen, unser Bestes geben, an die Leistungen der englischen Woche jetzt anknüpfen. Ich denke, das war auch für uns nochmal so ein Punkt, wo wir Selbstvertrauen tanken konnten. Gegen Groß Asbach bestätigt, dass wir gegen Top-Mannschaften mithalten können, auch gegen Mainz 05. Dann der Derby-Sieg und jetzt mit Selbstvertrauen nach Pirmasens reisen gegen Zweibrücken. Punkte einfach. Super, dann danke ich dir erstmal für dein Statement. Herr Schmidt, gegen die Eintracht am vergangenen Samstag gab es den lang ersehnten und von Ihnen ja auch geforderten dreckigen Sieg. Jetzt steht der SVN Zweibrücken vor der Brust. Die konnten zuletzt 3 Spiele in Folge gewinnen, sind überraschenderweise, weil so die Zielsetzung vor der Saison gar nicht so hoch gesteckt war, auf dem 5. Platz mit 43 Punkten, konnten da auch den Klassenerhalt schon feiern. Wie schätzen Sie denn den Gegner ein? Gut. Mein Kollege Rubeck hat dort bis jetzt hervorragende Arbeit geleistet. Ich habe sie mir gestern Abend angeschaut mit dem David Fischer, Geschäftsführer, wo sie 2-1 gewonnen haben jetzt gegen Eintracht, zweite Mannschaft. Und damit ja den Klassenerhalt de facto gefeiert haben. Das hat man auch gespürt nach dem Spiel. Das war eine hart umkämpfte Partie. Beide Mannschaften offenes Visier gespielt und da haben wir auch gesehen, was die Stärke auch wieder von Zweibrücken ist. Es ist wirklich eine sehr gut organisierte Mannschaft mit sehr schnellem Umschaltspiel, was so auch Groß Asbach uns erinnert. Aus den 2 Spielen gegen Groß Asbach machen sie sehr gut. Standards sind sie sehr gefährlich und das ist eine große Herausforderung. Wir wären froh, wenn wir 43 Punkte hätten. Jetzt haben wir irgendwann 34 und mit dem wichtigen Heimsieg jetzt am letzten Samstag und den starken Auftritten in der englischen Woche insgesamt haben wir aus meiner Sicht auch wieder so die breite Brust gefunden, auch das Selbstvertrauen, das ist ja auch immer, ich vertraue mir auch selbst, aber als Mannschaft, wir können auch auf Ergebnis spielen, ein Stück weit auf Ergebnis spielen, mit Herz, mit Leidenschaft, gegen den guten Gegner Zweibrücken, die am Samstag, das ist für die ein Bonusspiel jetzt, mit vielen Fans, die wir wieder wahrscheinlich, die uns unterstützen werden,
nach Pirmasens, dass wir da endlich auch nicht nur mit einem Minimalpunktziel, sondern vielleicht, wenn es uns gelingt, sogar einen Auswärtssieg, haben wir ja lange nicht gehabt, einen Auswärtssieg. Und das ist auch gegen Zweibrücken möglich, wenn wir dort an unsere Topleistung wieder anknüpfen können, der letzten. Ja, jetzt habe ich eben schon leider daran erinnern müssen, Hinspiel endete 0-2. Was war denn da der Schlüssel für Zweibrücken, Kickers Offenbach zu knacken und wie wollen Sie dem morgen entgegensetzen? Nur so wie jetzt Zweibrücken bis jetzt die ganzen Spiele gespielt hat. Wir haben schnelle, dynamische Offensivspieler, ein sehr gutes Umschaltspiel nach vorn. Haben erfahrene Spieler mit dem Backnam, Backmann und Telch im Zentrum und da sind sie schon sehr gut aufgestellt und mit ihren offensiven Spielern, Parra, Lienhardt, Katria, das ist schon gut und da sind sie sehr gut aufgestellt für Holstude, das ist ein Vorzeichen. Hoffentlich nicht. Ja, blutig jetzt, ja. Da sind wir gewarnt, wir haben eine sehr gute Defensivleistung, wir haben eine starke Verteidigung und darauf aufbauend wollen wir in Zweibrücken, in Pirmasens gegen Zweibrücken. Punkt. Ja, jetzt haben wir eben schon gehört, unten in der Mannschaft kursierte so ein bisschen die Grippe. Mhm. Inwieweit hat das dann einen Einfluss auf das kommende Spiel, beziehungsweise sind da Spieler davon betroffen und mit welcher Mannschaft reisen Sie denn nach Pirmasens in dem Fall? Da warten wir noch den morgigen Tag ab und haben wir ja nochmal Training mit einschließlich heute Nachmittag, 14 Uhr zur Spielzeit. Wenn wir da kurz die Personalien durchgehen, Fabian Becker ist wieder soweit hergestellt, ist mit der frischeste Spieler nach seiner überwundenen Grippe oder dem überwundenen Infekt. Steht uns also, wenn jetzt kein Rückfall da kommt, uns zur Verfügung. Jan sitzt hier, voller Taten dran. Er ist ja auch ein Beispiel dafür, dass die Mannschaft, der einzelne Spieler in dieser englischen Woche an seine absoluten Leistungsreserve, Leistungsgrenze herangegangen ist. Das hat ihn ein Stück weit jetzt umgeworfen nach dem Spiel gegen Eintracht 2, aber das steht uns wieder zur Verfügung ab heute im Training und dann in Richtung Wochenende. Wir haben ja da auch wieder mit den Zweibrücken-Spielen, mit Wiesbaden und mit Homburg starke und anspruchsvolle Aufgaben. Dann gucken wir mal weiter. Dennis Schulte, auch er ein Beispiel dafür, enorm an seine Leistungsgrenze gegangen, konnte bis einschließlich gestern nicht trainieren, auch infektiös im Bett gelegen, wird heute wieder ins Training einsteigen. Vielleicht so eine positive Nachricht für unsere auch Öffentlichkeit, für unsere Fans, Dennis Mankiewicz. Es wird immer besser, er ist jetzt sogar im Balltraining, er kann sogar jetzt auch mal passen, auch mal trippeln, im Lauftraining sowieso. Also da ist die Hoffnung, dass er vielleicht in naher Zukunft uns wieder zur Verfügung steht, zurückkehrt. Rico Schmieder ist vielleicht auch noch ein positives Beispiel dafür, dass er nach einer langen Leidenszeit, auch familiär, privat Leidenszeit, uns auch wieder zur Verfügung steht, also sprich, er trainiert seit 2-3 Wochen beständig bei der Mannschaft, Mannschaftstraining, nach einem knappen Dreivierteljahr, wo er jetzt uns nicht zur Verfügung stehen konnte. Und das tut ihm auch richtig gut und auch der Mannschaft tut das gut. Philipp Fleischer, ein Spieler als unser Perspektivspieler, einer der Perspektivspieler, steht uns auch wieder zur Verfügung, auch in Richtung U23, der konnte jetzt am Wochenende leider nicht spielen. So dass wir insgesamt wieder soweit aufgestellt sind, gut aufgestellt sind. Und dann warten wir morgen das Training ab und dann fahren wir mit einer starken Mannschaft nach Pirmasens. Ja, schön, dann danke Ihnen erstmal. Gibt es von Ihrer Seite aus noch weitere Fragen? Herr Schmidt, Sie haben die Zweibrücker jetzt gelobt. Gestern Abend haben Sie geguckt. Was ist Ihnen denn aufgefallen? Wo klemmt es denn da vielleicht ein bisschen? Sie haben ja gerade gesagt, ein paar Schwächen entdeckt. Über Schwächen redet man nicht. Die Jungs haben Klassenerhalt gefeiert gestern Abend. Das ist wirklich auch stark, herausragend. Als Neuling so relativ früh in der Saison sind immer noch einige Spiele zu spielen, viele Punkte zu vergeben. Und mit 43 Punkten kann man schon sagen, eine klasse Arbeit, auch eine klasse Leistung, auch der gesamten Mannschaft, auch meines Kollegen Rubeck. Aus einer gewachsenen, gefestigten Mannschaft, das ist immer wieder auch so ein Thema.
eine gefestigte Struktur. Man merkt dort einen sehr großen Zusammenhalt in der Mannschaft, so wie sie sich dann auch danach gefreut haben. Gegen den guten Gegner 1-2, die sich wieder ein Stück weit unter Wert verkauft haben. Wie gesagt, ein Spiel mit offenem Visier. Aus den Analysen der letzten Spiele per Video haben wir schon ein paar Dinge gesehen, die wir vielleicht auch für uns nutzen können. Schlussendlich ist das immer wieder auch ein Spiel, 50-50, Spiel, wo wir auf die Tagesform ein Stück weit auch schauen müssen. Wir sind gut drauf, das glaube ich, das spürt man auch in der Mannschaft mit den starken Auftritten der Woche, wo wir jetzt 5 Punkte geholt haben aus 3 Spielen. Und damit fahren wir nach Jungmannsitz. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Zweibrücken ist ja auswärts stärker als zu Hause. Da kann man jetzt durch die Spielortverlegung fast von einem Wettbewerbsnachteil für uns sprechen. Wir haben es ja am eigenen Leib erlebt, dass sie auswärts gut sind. Zu Hause haben sie öfters gestrauchelt. Wir hätten gerne in Zweibrücken gespielt, oder? Ja. Die haben jetzt ein Auswärtsspiel. Bitte? Die haben jetzt auch ein Auswärtsspiel, oder? Ein Auswärtsspiel, sind jetzt auch in so einer englischen Woche mit in Koblenz 2-1 auch gewonnen. Das ist auch ein starker Auftritt, sehr kompakt gewesen. Wir für uns nutzen unsere Möglichkeiten. Wir haben eine starke Offensive, sind wieder dort auch flexibler aufstellbar. Ein sehr laufstarkes, fleißiges Mittelfeld. Überhaupt sowieso eine starke Abwehr mit einer gesamtstarken Abwehrleistung. Insgesamt sind bei den Top 5 der abwehrleistungsstärksten Mannschaften. Und damit fahren wir nach Zweibrücken und versuchen dort zu punkten und werden auch punkten. Die Frage hinter der Frage war ja mehr, was denn taktisch von Zweibrücken zu erwarten ist. Werden Sie das wie ein Heimspiel angehen oder wie ein Auswärtsspiel? Die Zweibrücker. Ich denke, das macht keinen großen Unterschied. Okay. Ich hatte es gerade gesagt, gestern ist das Spiel über den Standard entschieden worden. Das 2-1, auch das erste Tor ist über den Standard gekommen. Zwischenzeitlicher Ausgleich durch eine Unaufmerksamkeit, auch genutzt worden von den Eintracht-Jungs, hatten richtig gute Möglichkeiten. Einfach aus meiner Sicht benachteiligt worden, klarer Elfmeter nicht gegeben für Eintracht 2. Und schlussendlich ist Zweibrücken Sieger mit einem starken Umkehrspiel. Das haben wir auch hier erlebt. Deswegen sind sie dann auch als Sieger vom Platz gegangen. Wir sind sehr laufstark, wir sind stark auch im Spiel gegen den Ball, aus der Ballerung, versuchen unsere Chancen zu erspielen und dann Tor zu knipsen. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Das ist nicht der Fall. Dann wünsche ich Ihnen natürlich eine gute Anreise nach Pirmasens, ein schönes Auswärtsspiel und dann hoffentlich 3 Punkte. Vielen Dank. Dankeschön.